Und natürlich schöne Erfahrungspunkte noch abgesnaggelt. Leider ist die Kiste weg, weil der Arsch die sich gegrabt hat. Aber gut. So, jetzt. Aha. Jetzt sollen wir das Schiff untersuchen. Da ist noch so ein Ding. Warte kurz, warte kurz. Tarnmodus. Tarnmodus aktivieren. Finde ich irgendwie cool. Kann ich jetzt eigentlich hier so interagieren? Nö. Irgendwie nicht so. Okay. Schade eigentlich. Hätte ja sein können, dass das geht, aber anscheinend nicht. Weiß ich jetzt Bescheid. Wäre es wahrscheinlich irgendwann wieder vergessen und dann werde ich es trotzdem einsetzen. Natürlich. Boah. Ey, ganz ehrlich, die Fähigkeit ist gut. Also die macht mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Na? Gut, warte mal, das Ärgerliche ist, ich muss jetzt erstmal den hier außer Gefecht setzen. Am besten alle, damit die mich nicht nerven. So, erstmal dich in die Lüfte erheben. Dann hier bei dir machen wir mal den. Und den. Und jetzt können wir dich angreifen, weil jetzt sind wir free. Natürlich, da will einer mitmischen. Ich verstehe. Okay, er möchte anscheinend doch nicht mehr mitmischen. Er hat keinen Bock mehr. Oh, Angriff. So. Hm, was? Oh, da. Da ist mein Loot. Aha. Okay. Wir kriegen wieder was Schlechteres. Ja, ist natürlich super. So, bevor ich jetzt hier aber zum Schiff gehe und mir das... Ne, Moment, das Schiff muss ich mir... Momentchen. Welches Schiff soll ich... Ja, ich bin hier auch falsch. Na gut. Also, wenn ich hier falsch bin, dann... wo muss ich denn hin? Ach so. Nee, hä? Moment. Ach so. Oh mein Gott, das eine ist für Quest abgeben. Nee. Moment. Ich würde mal Folgendes tun. Wir machen mal kurz den hier, dann laufen wir da jetzt mal eben hin. Ach so. Das ist die Quest. Ja, Windborn. Bleibt geschmeidig. Wir kommen ja schon noch zurück, aber später. Hier einfach geradeaus, da hoch und dann so. Und dann mal gucken, ob wir an dem vorbeikommen, an den beiden drei Burschen. Ich hätte auch den Fahrstuhl nehmen können, aber ich will mal gucken, ob das funktioniert. Gut, es hätte wahrscheinlich funktioniert, wenn das nicht so blöd gewesen wäre. Aber naja. So. Ach, verdammt, ich hab nicht genug. Ah, jetzt hätte ich genug Macht gehabt. Ach, alle tot. Na gut. Aha, wen haben wir denn hier? Den kleinen Weltenboss. SD0. Der wäre im Grunde kein Problem, aber ich möchte ihm die Schmach vorenthalten. Der weint sonst rum und ach, das ist immer schrecklich. So, ich würde jetzt fast speichern, wenn es gehen würde, aber wir gucken mal. Klopf, klopf. Oh nein, ein... Greif ihn an. Genau. Attack him. Das Blöde ist, also fliegen und so, weiß ich gar nicht. Windstoß? Ach so, gut, dafür müsste ich wahrscheinlich eher so... In der Nähe vom Gegner stehen, also so quasi. Hui! Okay. Sehr interessant. Er ist tot. Gut, der war jetzt nicht ganz so schwer. Schmuggelbuch der Gilde haben wir auch. Und damit haben wir die Krisenbewältigung abgeschlossen. Ah ja. So, jetzt müssen wir das Gildenbuch abgeben. Das wäre quasi da hinten, ne? Hallo, Karte? Machen wir aber natürlich noch nicht, denn wir werden uns noch hier ein wenig umschauen. So, hier war irgendwo, hier ist der Fahrstuhl. Nee, hä? Ah doch, das ist der Fahrstuhl, alles klar. Springen wir einfach runter und weiter geht's. So. Und jetzt wollen wir mal da lang gehen. Bist du ein Feind? Du bist ein Feind? Na gut, dann musst du sterben. Moment, was hier? Nix. Ach komm, nerv nicht. Die ganzen komischen Schnitterboys, weißt du? Warte. Oh. Ach, geht nicht, bin ich zu weit weg, ne? Das ist aber frech. Der macht gar nicht mal so schlecht Schaden, der Junge. Not bad. Und auch hier müssen wir wieder einiges an Gegnern besiegen.
Wie, ich bin einfach reingeschlagen. Ich muss ganz schön nah dran stehen, ne? Bin ich ein bisschen... naja. Aber das reicht. Wobei, ne? Klar. So, das ist auch down. 5 von 20, na, es läuft. Das geht ja relativ schnell. Naja. So, wir hauen einfach mal mit drauf. Ist böse, ich will jetzt die Kiste ja nicht mitnehmen, aber er ist gerade... Na, wobei, ist egal. Zack, Kiste geöffnet. Sklaven, Dingsbums, Chips. Ach, er wollte gar nicht. Er wollte einfach nur Stress machen, ich verstehe. Ach ja, diese Schmuggler immer. Immer nur am Stress machen. So, hier ist keine Kiste. Ist aber egal, wir müssen ja eh ein paar Gegner besiegen. Ich dachte gerade, hier steht auch noch einer. Aber da habe ich mich geirrt. Hui! Macht nicht unbedingt sehr viel Schaden, diese Fähigkeit, aber naja. Dafür treffen wir wahrscheinlich mehrere Gegner gleichzeitig. Vermute ich. Da ist so eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Stirb! Du komischer Gildenschnitter. Alleine kommt der Kaisen einfach nicht klar. Haben wir mal wieder gemerkt. So, 2 von 7 habe ich schon. Es geht ja ruckzuck hier. Rucki zucki geht das. Okay. Der ist schon down. So, 6 Stück fehlen noch. Und 5 Kisten. Oh, hi. Außer Reichweite stehen ist immer blöd. Was habe ich gemacht? Achso, der ist schon kaputt. Aber die fallen aber auch hier. Ruckzuck, ey, da ist doch scheiße. So, da ist noch ein Kistchen, das nehmen wir uns natürlich auch. Dann haben wir nämlich schon 3. Sehr gut. Ich denke mal, das Gebiet dürfte ein bisschen größer sein. Oh, ja. Ein klein wenig größer. Geheime Signale und da wäre das gut, ich würde sagen. Wir gehen da hinten mal ein bisschen... Nee, warte mal, da will ich noch gar nicht hin. Wir gucken mal noch ein bisschen hier uns um. Naja, macht das schon. Er hat ja nicht mehr viel Life. Ich brauche noch eine Kiste. Oder ist noch etwas zum Scannen? Scan los. Archäologie liegt jetzt bei 6. Oh, das müssen wir halt auch relativ häufig mal machen. Deswegen, cool. In dem Moment, wo wir mehrere Begleiter haben, da kann ich eine mal irgendwie oder zwei immer wegschicken. Dann ist das schon ganz nice. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch noch Kisten? Ja, müsste es ja eigentlich. Das Gebiet ist ja relativ groß mit den Kisten. Ah. Ah. Kisten. Sehr gut. Nehmen wir das. Und ich würde sagen, wir nehmen auch noch das hier am besten. So, weg mit dir. Oh, und das haben wir auch erledigt. Cool. Mal gucken, was Teil 2. Besiege noch mehr Gegner. 45, ja, ist überhaupt kein Problem. Das ist doch wohl kein Problem. Hier stehen doch schon 2 rum. Können wir direkt schon mal anfangen, welche zu besiegen. Boah, der hat mich getreten. Der Unterhosenboss hier. Oh, meine Steine, die fliegen da immer noch rum. Er schützt sich immer noch, obwohl er tot ist. Das ist dramatisch. Gildenkraftprotz. Naja, ich weiß ja nicht so. Ach, guck mal da hinten. Oh, der hat eine Giftbombe geworfen. Hat er meinen fahren lassen.
So, Sklavengedöns. Ich bin immer noch vergiftet. Heile ich mich damit auch von solchen Geschichten? Ich glaube schon. Ja, guten Tag. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder. Tschüss. Da oben könnten doch noch eventuell Kisten sein, oder? Dadurch. Mal kurz die Karte öffnen. Ach, da kommen wir einfach nur zurück. Ja, gut. Das erklärt natürlich viel. Sind hier noch Kisten? Ja gut, selbst wenn keine Kisten mehr da sind, die Gegner müssen ja immer noch verkloppen. Boah, der geht aber ab mit seiner Waffe. Du, das finde ich aber nicht so in Ordnung. So. Ich glaube, hier war das mit der Tänzerin, ne? Ist, oder? Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach. Da tauchen sie einfach auf. Aus dem Nichts, weißt du. Das finden wir ja wieder so gut. Oh. Für den war der Stein wohl etwas zu heftig. Hier gibt es gar keine Kisten mehr. Ich brauche nur noch eine, kommt schon. Gib mal only one Kiste. Das wäre voll Töfte. Bin ich in der Reichweite? Ich bin viel zu weit weg dafür. Oh nein, er hat mich wieder voll gestunken, ist ja ekelhaft. Müssen wir bald mal wieder gucken. Was ist denn da? Gruppenphase, jeder kann eintreten. Na, das ist ja toll, ich will aber gar nicht eintreten. Vielen Dank. Jetzt habe ich das Panorama-Einkaufszentrum also entdeckt. Das ist ja toll. So, hier kommen wir zu geheimen Signalen. Zu ganz geheimen Signalen. Es ist super, ich brauche aber noch eine Kiste. Und ich muss noch ein paar von den Lutschern hier töten. Ein bisschen viele. Ich finde das teilweise ein bisschen übertrieben mit der Anzahl. Ich meine, so 20 gehen ja noch. Aber alles darüber ist schon ein bisschen... Ist schon leicht. Blöd. Ach, der ist tot. Na gut. Moment, da liegt noch was. Eigentlich voll dumm, dass ich mir das gekauft habe mit dem Anpassen. Weil, naja, ich werde eben irgendwann ein Abonnement machen und da wäre es ja quasi eh mit drin. Naja, ist egal. Ich weiß sowieso nicht, weil ich mit den ganzen... Doch, eigentlich wollte ich mir irgendwas kaufen, aber ich... dafür brauche ich halt viel mehr, als ich habe. Deswegen ist das auch egal. So, hier müsste das mit der Tänzerin sein, genau. Bevor wir da aber reingehen, hauen wir den nochmal kurz aufs Maul. Ein Unterboss. Ich bin zu weit weg. Moment. So. Weg. Und hier bin ich nicht mehr zu weit weg, dann kann man ihn also schön was auf die Mütze, auf der Mütze geben. So, na gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir sie finden, ne? Oh, das, oh, das ist aber schön. Oh, sie ist halbnackig. Ich bin auf der Suche nach einer Freundin. Ria Deleru. Danke, dass ihr Hanaras Tänzerpuppe für eure Unterhaltung erwählt habt. Wie kann ich euch heute zu Diensten sein? Hier. Nick macht sich Sorgen um euch. Er bat mich, euch hier rauszuholen. Verdammt, ich hätte es wissen müssen. Ich fürchte, ihr vergeudet eure Zeit. Ich bin nicht gegen meinen Willen hier. Nick sagte, die Gilde hätte euch hergebracht. Tut mir leid, ich hätte Nick die Wahrheit sagen sollen. Ich wollte ihn nur nicht verletzen. Ich war mit ihm unglücklich.
Nicht nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Ich hatte es einfach satt. Seine Eifersucht machte mich wahnsinnig. Ich sollte mit niemandem reden oder ausgehen. Das Leben hier ist besser. Das ist schon ziemlich hart, wenn das Leben hier in so einem schäbigen Schuppen besser ist als mit einem Typen. Naja. Ihr meint also, ihr seid viel lieber eine Tänzerin? Oh ja. Hanera sagt, sie hätte noch nie jemanden mit meinem Potenzial gesehen. Ich kann ihr etwas aus mir machen. Könntet ihr Nick bitte sagen, man hätte mich von Coruscant weggebracht? Wenn er denkt, dass ich fort bin, vergisst er mich vielleicht. Ja, gut. Das kann man jetzt sehen. Das finde ich halt dumm. Wie ihr wünscht, also wenn ihr es wünscht, das ist egal, ist halt neutral, aber das, ich schicke euch zu ihm zurück. Das ist böse. Hä? Ich meine, wenn sie hier bleiben will, mir ist es doch egal. Euer Geheimnis aber ist bei mir sicher. Danke, ich weiß das zu schätzen. Nick ist nicht böse, aber ich konnte nicht bei ihm bleiben. Er ist ein Arsch, alles klar. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir halt nur noch ein Kistchen finden, einen Chip. Und wir müssen, ja, noch 23 von denen hier. Aber das ist ja kein Problem. Guck mal, hier sind da direkt wieder zwei. Das ist ja super. Der liegt da noch auf dem Boden. Hauen wir dem mal direkt was auf den Latz. Und ihm am besten auch. Ich sollte auch mehr meine ganzen Fähigkeiten mal benutzen. Das wäre nicht schlecht. So. Jetzt gehe ich wieder zurück, weil ich brauche unbedingt noch eine Kiste. Oder warte mal, warte mal. Hier waren ja auch Kisten, aber ich gehe sowieso nochmal zurück. Oh nö, 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 nö. Jetzt klaut er sich die Kiste. Aber ich klaue sie mir vorher. I'm so fucking evil. So, wir gehen mal durch die andere Seite auch nochmal durch. Das hat überhaupt eigentlich gar keinen Grund und ist total unsinnig, aber... Ja, so unsinnig ist das... Na doch, es ist dumm. Es ist unsinnig, alles klar. Aber es hat... Achso, die gehören da gar nicht mit dazu. Ich habe die, glaube ich, trotzdem... Naja, ist egal. Das hat vor... What the fuck ist denn das? Das ist aber auch eine schöne Fähigkeit und ich, aber guck mal, ich kann auch, ich kann sowas... Nein, ich bin zu weit weg, aber guck mal, ich kann sowas. Das ist auch toll. Ich finde die Fähigkeit cool irgendwie. Dass sie da so eine kinetische Energie schleudern kann. Naja, gut. Macht mich nicht eifersüchtig. Ich habe ja auch eine tolle Fähigkeit. Ich kann Steine schleudern, obwohl die gar kein Stein ist. Bitch. Luft ist ja nun mal überall, ne? Aber ich brauche ja keinen Stein für Stein und so. So sieht sie mich aus. So, wir haben eine geile Jacke. Was haben wir für eine geile Jacke? Die Jacke, die ist ziemlich geil, weil die hat Ausdauer und List. Das ist doch bestimmt was für Kaisen. Da müssen wir mal schauen. Nee, zieh... Ach, Mann, List. Ach, hier kommt nämlich der Arsch. Du kriegst gar nichts von mir, weißt du? Kauf dir deinen eigenen Rotz. Vernachlässige ich, glaube ich, auch meine Begleiter immer ein bisschen mit Ausrüstung. Ich rede immer mit denen, wenn sie es wollen. Also er möchte mit mir reden, aber wie gesagt, müssen wir auf ein Schiffchen warten. Aber ich gucke meistens nicht, ob ich was Geiles Neues für die habe irgendwie. Das finde ich aber auch nicht so wichtig. Ah, guck mal, hier sind noch Gegner. Da ist auch noch einer und der kriegt einen Stein ins Gesicht und ist... Gut. Wobei, eigentlich sterben die ja gar nicht. Die müssen nur mal eben kurz weg. Warte. Hui. Geht das eigentlich auch gegen die? Aha. Alles klar. Gut. Oh, wir kommen unserem Zielchen etwas näher. 8 Stück fehlen noch.